Ja, grüßt euch, liebe Shisha-Freunde. Der Boogie mal wieder hier. Als allererstes, wie ihr seht, ich habe mein Blend of Master 2012 T-Shirt an, ja. Erstmal Dankeschön an alle Leute. Das habe ich ganz vergessen, die mich so hoch gevotet haben, ja. Zweiter Platz bin ich geworden. Hab mich bis ins Finale gevotet. Dafür wollte ich mich mal bedanken. Natürlich, viele haben mich schon gefragt, was ich gewonnen habe. Eigentlich sollte es, ich glaube, 600 Gramm oder so aus ihrem Tabaksortiment geben. Allerdings habe ich das noch nicht bekommen. Ich bezweifle auch, dass es kommt. Ich wollte daraus eigentlich ein Gewinnspiel machen, dass ich euch davon was wiedergebe. Leider kam noch nichts davon. Also wenn was kommt, dann gibt es dazu ein Gewinnspiel. Ich wollte schon mal wirklich dafür danken, dass ihr mich so weit gevotet habt. Vielleicht ist es ja da zu meinem Jahresjubiläum und vielleicht kann ich da ein kleines Gewinnspiel zu machen. Ja, nun zum Tabak. Heute habe ich euch den Amy Gold Black Adios. Hier ist ein blauer Cocktail drauf. Viele haben mir gesagt, als Ersatz sollte das sein für den Fantasia Adios Motherfucker. Hier kosten die 200 Gramm ganze, wert scharf. Hier seht ihr es, 24,80 Euro. Das ist schon teuer, finde ich. Meiner Meinung nach ist das teuer für Tabak, da man dafür ja schon fast zwei Dosen Alvaja oder Mizu bekommt. Was ich auch ganz interessant finde, ist, da oben steht drauf, wer es macht, made in Auftrag von Ägypten, Dapes, ja, ihr kennt die Pfeifen Dapes. Ja, finde ich ganz interessant mal zu wissen, woher der Tabak kommt. Das Ganze kommt in diesen tollen Dosen. Und von der Feuchtigkeit, es werde Licht, ist er patschfeucht. Ich finde, das erinnert schon so ein bisschen an Fantasia. Der Schnitt ist fein bis teilweise grob. Also es ist eigentlich ein guter Schnitt, den man vergleichen kann mit eigentlich fast jedem Tabak momentan. Zum Geruch. Wenn man es erstmal dran riecht, merkt man direkt, dass es nichts mit dem Fantasia Adios Motherfucker zu tun hat. Meiner Meinung nach überhaupt nicht. Es fängt damit an, dass er schon mal ein bisschen natürlicher riecht, nicht so chemisch wie der Fantasia. Auch merkt man es direkt, ich finde, der Fantasia, der hat sowas süßlich-chemisches gehabt. Der hier hat eher sowas Erfrischendes. Ich würde ihn schon fast mit irgendeiner Zitrusnote vergleichen, also das irgendwas Zitrusmäßiges. Riecht erfrischend und so ganz dumpf im Unterton, was ich noch nicht kenne. Ich habe es aber schon mal irgendwo gerochen und ich habe mir vor ein paar Reviews angeguckt und wie hieß er? Hooker Support, der hat gesagt, es riecht so ein bisschen wie der Candy Cane von Fantasia. Und da ich schon früher mal sehr lang intensiv geraucht habe, Candy Cane, das war mal so einer meiner Lieblinge, muss ich ganz ehrlich sagen, er kommt sogar daran. Aber nur diese dumpfe Unternote. Ansonsten hat er noch, ja, es ist was Gemischtes aus irgendwas, was man nicht definieren kann, mit Zitrusnote. Ja, Setup seht ihr wie immer eingeblendet. Ich rauche auf der NP450 Agarausschlauch KS-Kopf, die Master Chief, zwei Lagen dickere Alufolie und drei Brikots. Ja, Rauchentwicklung ist natürlich super. Ich denke mal, dass ich sage es zwar mal wieder, weil die Leute mich fragen, ob ich den Tabak angefeuchtet habe. Natürlich habe ich nicht angefeuchtet, was eigentlich auch in Deutschland mittlerweile so typisch ist. Ja, der Geschmack. Der Geschmack ist schwer zu beschreiben. Also die Zitrusnote ist auch im Geschmack dabei. Die gibt dem Tabak so was Erfrischendes. Auch hier nochmal zu sagen, im Geschmack, er kommt keinenfalls, es ist keinenfalls ein Ersatz für den Adios Motherfucker in natürlich, überhaupt nicht, ja. Es ist natürlicher gehalten. Ja,
Er hat was Zitrusnotiges. In der Unternote kommt vielleicht ein bisschen was von diesem Candy Cane rüber. Es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben. Also ich habe keinen gefunden, der eine wirkliche Aussage dazu machen konnte, nach was das schmeckt. Ich muss sagen, er hat was Mysteriöses, ja. Was mir auch ein bisschen gefällt, ja. Es ist halt ein Cocktail mit Zitrusnote, vielleicht auch so ein bisschen, wie die Amerikaner immer so sagen, Candy-like, ja, so ein bisschen was leicht Süßes im Abgang. Es ist sehr schwer zu beschreiben und ich komme nicht drauf, was da noch mit drin sein soll. Ich muss sagen, dieses Mysteriöse, was der Tabak hat, gefällt mir. Ob es eine Kaufempfehlung ist, ich kenne viele Leute, denen schmeckt der Tabak nicht. Ich habe aber auch Freunde, die sagen, wow, geil. Das muss man ausprobieren. Vielleicht findet ihr in irgendwelchen Foren oder Facebook-Gruppen Leute, die Shots davon verkaufen. Aber 24,80, auch wenn er mir jetzt eigentlich einigermaßen schmeckt, ich würde das Geld nicht mehr dafür ausgeben. Ich habe mir 2 Dosen gekauft gehabt, aber auch nur testweise zum Probieren. Aber der Preis, das ist halt, 2 Dosen kosten 50 Euro. Davon kann man sich 4 Dosen, ja, 3-4 Dosen Alvaja oder sonst irgendwas kaufen. Ja, ich treibe das eigentlich nur noch in die Länge, ich komme nicht auf den Geschmack. Also er hat was Zitrusmäßiges, leicht süßliches, nicht fruchtig, aber so leicht süßlich. Es kommt dennoch natürlich rüber. Kaufempfehlung, jein, der Preis ist so eine Sache und es ist wirklich so ein Tabak, der den einen schmeckt und den anderen nicht. Ja, das war's dann auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal.